haben wir das jetzt gerade mit begrüßen. Vor allem beide Trainer hier am Podium, natürlich dem Trainer der Gäste gratulieren und bitte Herrn Baumgarten um seine Analyse zu dem doch dann schlussendlich dramatischen 3:2. Schönen guten Abend. Wir hatten einen guten Matchplan, wir hatten eine gute Taktik. Wir haben mit 2 Sechsern begonnen, etwas defensiver gespielt, auch gestanden. Wir waren sehr kompakt, haben 3 schöne Tore geschossen. Zum Schluss ist es noch sehr spannend geworden, wo wir die Situationen besser verteidigen hätten müssen. Das hat man ja gesehen, die hier waren. Und ich glaube, es war ein rassiges Derby, es war alles dabei. Sehr viele Zuschauer, wunderschönes Wetter, beste Platzverhältnisse. Und für uns Austrianer war es natürlich ein sehr schöner Nachmittag. Zocke für nicht so ein schöner Nachmittag, ich nehme an aus deiner Analyse, das wird hier eine zweiteilige sein, erste und zweite Halbzeit. Für uns war es kein schöner Nachmittag. Vor allem deshalb nicht, weil wir die ersten 20 Minuten verschlafen haben. Wir waren nicht präsent im Zweikampf. Wir haben uns da die Schneider abkaufen lassen. Genau in dieser Phase haben wir dann das 0:1 bekommen. In weiterer Folge haben wir uns stabilisiert und sind besser ins Spiel gekommen. Wir hätten dann in dieser Phase, wo wir das 0:2 erhalten haben, die Möglichkeit gehabt, das Ausgleichstor zu erzielen. Haben wir nicht getan. Wir sind dann mit 0:2 in die Pause gegangen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass wir alles auf eine Karte gesetzt haben. Und das 0:3 hinnehmen mussten. Am Schluss ist es noch spannend worden und wo wir sogar noch die Möglichkeit gehabt haben, das 3:3 zu erzielen. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass wir in der zweiten Halbzeit dann früher das Anschlusstor erzielen, dann hätte man noch mehr Zeit gehabt, um das Spiel gänzlich zu drehen. Ist uns leider Gottes nicht gelungen. Wie gesagt, das Entscheidende für mich waren die ersten 20 bis 25 Minuten, wo wir den Start versäumt haben. Danke, darf ich noch Fragen bitten? Alex, bitte. Ja, zum Schluss dieser Rückfall, in der letzten Minute, war das dieser Kraftausgang deiner Meinung nach, oder war das einfach eine Kopfsache, der Rapid mehr probiert? Ja, es ist dann oft so, dass der Gegner sehr viel riskiert, wenn er 2 oder 3:0 hinten ist. Es ist ganz klar, dass wir die 2 Tore, die wir bekommen haben, verteidigen können, verteidigen müssen. Und somit steht dann die Null länger und dann gibt es überhaupt nichts mehr zu machen. So ist es noch einmal sehr spannend geworden. Es war trotzdem, sage ich mal, der Beginn. Die Außen war doch leicht besser, das war jetzt sehr mauer. Ich glaube, das Match ist so richtig immer besser geworden. Also die ersten 20 Minuten, was war das hier entweder für die seitliche S-Fake. Also ich habe da persönlich überhaupt nicht völlig festgeschrieben, gesehen, wie es geht. Und dann ist es irgendwie durch einen Torwartfehler natürlich, muss man anders sagen, ist er dann so ein richtiges Spiel geworden. War das irgendwie, die Nervosität oder Respekt voreinander? Also für mich ganz klar, also in der Situation, wo wir sind, und spielen dann auswärts gegen Rapid, stolzen wir nicht gerade vor Selbstvertrauen, aber trotzdem haben wir uns das Selbstvertrauen im Spiel erarbeitet. Ich glaube, dass beide Mannschaften nicht gleich das Visier runtergelassen haben, deswegen ein bisschen ein vorsichtiger Beginn. Aber trotzdem ist das Spiel, hatte sehr viel Tempo, sehr viele gute Torszenen. Ich denke nicht, dass so viele Spielbässe im Spiel waren. Wenn eine Mannschaft aggressiv nach vorne verteidigt, ist das oft so, dass die Bälle erobert werden und dann geht es schnell in Konter. Und so habe ich das eigentlich gesehen. Ich hab das schon so gesehen, dass in der Anfangsphase. 20 bis 25 Minuten. Meine Mannschaft nervös. Also es ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir auch nie in dieser Zusammenstellung gespielt haben. Wir haben sehr viele Spieler ersetzen müssen und das, gewisse Dinge brauchen einfach Zeit, bis sie greifen. Im Laufe des Spiels ist es immer besser geworden, aber wir haben immer zum ungünstigsten Zeitpunkt die Gegentreffer erfolgt. Bitte, extrem gut, man sieht auch beim ersten Tor, vielleicht der eine oder andere Stürmer würde da gar nicht aufs Tor schießen, kam gar nicht auf die Idee, dass er aufs Tor schießt, er schießt aufs Tor, nur wenn du aufs Tor schießt, da
das Tor triffst, dann kannst du auch ein Tor schießen. Das haben wir eh schon mal gesagt, er ist von seiner Länderspielpause sehr müde zurückgekommen. Er hatte wahnsinnige lange Reisen. Dann war er ein bisschen kränklich unterwegs und fehlen dir dann in letzter Konsequenz immer die paar Prozent, die du brauchst, um dann so fit zu sein, wie er heute wieder war. Und Gott sei Dank konnten wir ihn wieder frisch machen. Er hat sich in Wien gut eingelebt und er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Das hat er heute wieder gezeigt. Alex, bitte. Bitte nochmal. Weil wir das schon im Training einstudiert haben, mit dem Stefan Stangl als Innenverteidiger. Und das mit dem Hoffmann Maxi war so, dass er gestern das Training abbrechen hat müssen. Und deshalb haben wir auch damit gerechnet, dass er heute nicht einsetzen wird. Alex, bitte. Selbst der Trainer, selbst die Verantwortlichen, aber trotzdem, wie differenziert ist, was auf der Ringe passiert ist? Während dem Spiel oder zwischen den Spielen? Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die Böller-Geschichte, wo die von uns untergekaut haben. Sorry, habe ich nichts mitgekriegt. Sollte nicht vorkommen, kommt aber dann doch immer wieder vor und es darf nicht passieren, es gibt immer wieder ein paar, die unbedingt meinen, aus der kontrollierten Menge hervorstechen zu müssen und das ist natürlich nicht zu tolerieren. Ja, wissen wir, aber wie gesagt, da sind im Spiel die letzte Instanz und wenn denen ein Fehler passiert, dann ist es meistens ein Tor. Und es ist aber einfach so, dass der Jan schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er ein sehr guter Torhüter ist und hat uns auch sehr viele Spiele gerettet. Das kann passieren, trotzdem ist noch Zeit genug, um das Ganze auszugleichen, zu kompensieren, das Spiel auch umzudrehen und das haben wir als Mannschaft nicht geschafft. Ja, vielleicht sollten beide mal auf ein Zitronenwasser gehen oder sowas heute, die zwei Damen. Also, ich habe zwei wunderschöne Tore gesehen von unserer Mannschaft, das zweite von Tamari, unglaublich schönes Tor und das von Daniel Euer, wunderschönes Tor, glaube ich, beinahe nicht haltbar. Die ersten 25 Minuten war ab diesem Universität der Eindruck, als würdet ihr in eurem Spielstil eigentlich sehr viel auf die Grundwelle setzen, auf die zweiten lauern. War das so geplant in der Antwort, oder war das der Universität? Nein, war nicht geplant. Es war so, dass wir auf den Seiten nicht präsent genug im Zweikampf verhalten waren. Und auf der anderen Seite, was das Offensivspiel betrifft, haben sich sehr viele Spieler versteckt, haben zu wenige Spielerverantwortung übernommen in dieser Phase, damit das Spiel von hinten nach vorne kontinuierlich aufgebaut wird. Und da haben wir einfach ein bisschen die letzte Konsequenz gefehlt, was das Spiel betrifft. Sowohl im Defensivspiel als auch im Offensivspiel. Wenn man besser attackiert, ist man näher zum gegnerischen Tor, kommt man im Ballbesitz, kann man besser und schneller nach vorne spielen. Und wir haben immer aufbauen müssen. Die Austria hat das ganz gut gemacht. Die hat uns auf eine Seite gelenkt und uns zu weiten Bällen gezwungen. Und dem ist es natürlich auch geschuldet. Alex, bitte. Thank you.
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich will ja immer ehrlich sein, also ein Spiel, das du in der 78. Minute eigentlich schon gewonnen hast, dann fast noch aus der Hand geben, ja, da kriegst du dann schon fast einen Herzinfarkt als Trainer, das ist ganz klar. Aber die Freude ist natürlich riesengroß, wir haben 6 Derbys nicht gewonnen und jetzt konnten wir auswärts gewinnen, das ist natürlich wunderschön für uns und deswegen ist die Freude doch sehr groß. Alle Anspannung war auch groß in den letzten 10 Minuten. Bitte schön. Ja, also eine Frage. Ich habe mir gemerkt, dass Tapit nach der Halbzeit gut reingekommen ist in der Halbzeit, dass daran lag, dass sie gegen den Ball ein bisschen anders gespielt hat. Wieso mehr Abstand, die 3 vorne und nicht mit 4-4-2. War das geplant? Wenn ja, war das eine Reaktion auf die Führung oder auf die Hereinnahme von Vettala? Nein, eigentlich nicht. Also wir wussten, dass Rapid ihr Spiel aufziehen kann, von einer Seite schnell auf die andere Seite kommen kann. Das ist ja ein spezielles Spiel von Rapid. Dann musste sehr viel Laufarbeit machen. Wir haben versucht, den Angriff des Gegners, wie der Zocke richtig sagt, auf eine Seite lenken. Das ist uns erste Halbzeit gut gelungen. Zweite Halbzeit dann weniger gut, deswegen mussten wir dann laufen. Und wenn der Ball schnell verlagert wird auf eine Seite, waren immer, Rapid ist immer sehr breit gestanden und die haben das wirklich dann gut gemacht und waren sehr gefährlich über die Außenseiten. Und das war aber von unserer Mannschaft, muss man die langen Bälle oder die Seitenwechsel besser normal bearbeiten. Rapid, dass dann nicht von einer Seite auf die andere so schnell wechseln kann. Aber das war nicht geplant. Aber, nicht geplant. Nein. Aber ich denke, Grünwald ist extrem viel gelaufen heute. Und es war natürlich auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir versucht haben, etwas tiefer zu stehen und dann unser Spiel eher auf Konter auszurichten. Ja, wir können auch selber gut Fußball spielen und ich denke, es war ein rassiges Derby mit einem Sieger, wo wir uns sehr freuen können. Alles klar. Gibt es noch abschließende Fragen von Ihrer Seite? Wenn nicht, dann herzlichen Dank und einen schönen Sonntag und wir übergeben.